ist mal wieder Zeit, sich schick zu machen. Es ist mal wieder Zeit, sich ins Abenteuer zu werfen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute im Let's Play. Sternenschweif, der zweite Teil der Nordland-Trilogie von Das Schwarze Auge. Das ist das Spiel, mit dem ich zum Rollenspiel gekommen bin. Ich habe früher schon alle möglichen Rollenspiele gespielt, auf dem Computer, ob auf dem Atari oder auf dem PC, kleinere, wo man Pixel durch die Gegend geschoben hat und durch irgendwelche Dungeons gelaufen ist, was weiß ich. Aber dieses Spiel hat mich zum Pen and Paper gebracht, zum richtigen Würfeln. Genau. Und ich halte es immer noch in Ehren. Ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war. Das ist 94 rausgekommen. Ich habe es bestimmt 94 oder 95 geholt. Ich habe noch die Originalverpackung. Seltener Anblick bei mir. Gibt nur noch wenige Spiele, von denen ich die Originalverpackung habe. Ich habe hier auch noch Schatten über Riva. Aber hier noch original das Handbuch mit allen möglichen Erklärungen. Oh, ich sehe gerade, wir haben jetzt auch Bordelle drin. Hier ist auch noch eine Einrichtung, wie man das einrichtet auf dem PC mit entsprechenden Einstellungen zu EMS und was weiß ich alles. Und letztendlich die Original-CDs. So muss ich. Ne, hier in der Mitte. Habe ich noch alles. Und ich habe es auch nochmal von Topware als Zusatz-CDs. Meine CD-Version hatte einen Bug. Und ich weiß, dass ich damals noch, als ich kommt die Szene, wo wir aus Lovang raus müssen oder rauskommen und dann kann man in die Sümpfe gehen und dann muss man dem irgendeiner Sumpfranze, glaube ich, Heidekraut geben und das ging bei mir nicht. Da ist das Spiel bei mir jedes Mal abgestürzt und dann habe ich es meinem Kumpel gegeben, der hatte das auf Diskette, ohne Sprachausgabe, aber da hat es geklappt wenigstens und dann hat er das gemacht und genau, dann konnte ich da an der Stelle weiterspielen. Das ist das eine. Das andere ist, welch Zufall, ich plane natürlich hier Sternschweif schon länger zu machen. Just in diesem Moment, just an diesem Wochenende hat Saltatio Mortis ein neues Album veröffentlicht, das DSA als Inhalt hat. Ein Konzeptalbum über die Finsterwacht und die ist ja bekanntlich am Finsterkamm und der Finsterkamm, an dem sind wir auch. Die sind zwar auf der anderen Seite, die sind auf der Weidener Seite, also im Osten. Wir sind im Westen davon, aber super. Hört es euch an. Ich höre die ganze Zeit schon immer wieder die Mucke davon, was sie veröffentlicht haben. Ob das nun Finsterwacht ist oder Der Himmel muss warten oder was war jetzt noch? Schwarzer Strand und das Zwergenlied natürlich. Feuer und Erz. Das geht so ins Ohr. Feuer und Erz geht richtig ins Ohr. Hört es euch an und genießt ein bisschen die Klänge von Saltatio Mortis dazu. Wir werden hier in diesem Spiel hoffentlich die CD-Klänge haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es ja schon mal ein bisschen ausprobiert. Ich starte und schalte um. So, alles zurechtrücken. Und es geht los. Ich setze mir mal die Kopfhörer auf, damit ich auch höre, dass wir was hören. Und dann lassen wir es mal ein bisschen laufen. Da steht's, Teil 2 der Nordland-Trilogie. Das ist doch eine schöne Grafik. Das hier erinnert mich so ein bisschen an Magic of Andoria. Und die erschaffen hier einen Stein. Ein wichtiges Artefakt. Dann sehen wir einen Elfen und einen Zwerg, die sich gegenseitig ärgern. Und dann sehen wir hier die Orks und Blut fließen. Und dann vereinen sich Elfen und Zwerge gegen die Orks und sind plötzlich wieder geheilt. Und dann trinken sie aufeinander. Sehr schön. Der Ork sah übrigens so aus, fand ich, wie aus Herr der Ringe, der Film von Anno dazumal. So, na, wir spielen natürlich fortgeschritten und wir importieren unseren Spielstand. Wir machen jetzt erstmal ein paar Einstellungen. Nein, erstmal importieren wir den Spielstand. Dazu gehen wir hier rein. Ich habe das reinkopiert ins entsprechende Verzeichnis. Ich sage hier laden. Wir können jetzt hier übrigens zu den einzelnen Spielständen, die wir abspeichern, Informationen speichern.
falls man sich irgendwas merken will oder so. So, ich möchte Ben Ende laden. Ja. Und dann habe ich das jetzt erfolgreich importiert. So. Das ist der erste Schritt. Dann machen wir jetzt noch ein paar Einstellungen. Denn ihr seht, die Charaktere sehen alle ein bisschen smoother aus. Und Annika, die Waldelfe. Nee, die muss gleich heißen. Annika bleibt gleich. Aber ich wollte das Aussehen ändern. Aussehen ändern. Denn die kriegt das Bild. Das hatte sie immer bei mir. Und das machen wir jetzt hier. Wir gucken uns die alle mal an. Ach komm. Wir gucken uns hier auch noch mal kurz die anderen Bilder an. Also das sind hier so die alten, ne? Das sieht man, das sieht nicht so schön aus. Und hier mal ein paar neuere. So, Arlin. Arlin kriegt auch ein anderes Gesicht. Aussehen ändern. Nee. Kriegt er ein anderes Gesicht? Nö, das, den behalten wir. Ich glaube, den hatte ich auch immer. So. Bragi. Aussehen ändern. Früher hatte ich den Torwaler, das wisst ihr aber. Und die anderen Hackfressen finde ich alle nicht so schön. Ah, wobei, der kommt schon... Aber der sieht viel zu jung aus. Also das ist auch schon ganz okay. Brin sah immer so aus. Also das sieht hier echt nicht gut aus. Und Ben Kenobi haben wir immer noch. Der sieht... Oh, der sieht ja aus, der könnte so der... Weiß nicht, der Sheriff von Nottingham sein oder so. Der ist zu mysteriös, der sieht zu böse aus. Also wir lassen ihn. Hatte ich auch immer gehabt. Harl Prem, da müssen wir den Namen ändern. Wie schreibe ich denn groß? Schreibe ich nur groß? Weil der war... Ah, der macht das automatisch, okay. Okay, dann müssen wir nochmal gucken, ob wir bei Arlin das auch nochmal ändern müssen. Na, der sieht ja aus hier. Der sieht auch schon fast aus wie ein Ork. Also Leute. Nee, nee. Hal war schon der hübscheste hier. So, Ogrim. Ogrim, ändern wir auch das Aussehen. Da hatte ich den oder den. Ich glaube, ich nehme den. Ja, das ist ein Ogrim. Und Annika, die Waldelfe. Arlin, Ifriwolf. Da müssen wir auch nochmal den Namen ändern. Sehr schön. Jetzt haben wir Bragi Islefson, müssen wir leider auch den Namen ändern. Okay, Doke. Brin natürlich auch. Wusste gar nicht, dass man so viel umstellen musste. Okay, das ist erledigt. Zurück, dann können wir auch wieder abspeichern. Neu. Ja. Ben 1, nennen wir es natürlich. Zurück zur Action. Okay. Als nächstes gehen wir in die Spieloption. Das hat keine Auswirkung übrigens, wenn ich hier die Musik runterstelle. Macht gar nichts. Spielmodus ist natürlich auch fortgeschrittener. Das müssen wir jetzt noch einstellen. Ihr seht, das drucken an. Wir können in der Datei drucken. Sprache als Text lassen wir an. Sprachausgabe haben wir auch ein. Schrittweise gehen machen wir schon mal aus. Dialogboxen frei. Kampfhintergrund. Ich habe keine Ahnung. Können wir auch einmachen. Was auch immer der Kampfhintergrund ist. Texterstellung, Mittel, manueller Kampf. Machen wir auf jeden Fall schnell. Weil das dauert sonst zu lange. Bildschirmschoner machen wir aus. Haben wir sowieso nicht, hoffentlich. Okay, genau. Das war das. Dann gucken wir uns jetzt noch die Helden an. Und ich habe die Kopfhörer noch auf, weil wenn wir jetzt gleich rausgehen aus dem Tempel, dann passiert erstmal was.
Und wir gucken uns jetzt kurz noch die Helden hier an, was hier passiert. Also, wir haben das Aussehen gesehen. Wir können uns hier jetzt mit dem Auge und dem Mund essen und angucken. Das heißt, damit auch entsprechend heilen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, das Ding können wir auch hier unten hinpacken. Und mit schöner Animation. Schick. So, dass wir mehr Rüstung tragen können. Wir können Ringe tragen. Und Gürtel können wir tragen. Ne, Amulette können wir auch tragen. Dafür haben wir sie. Seht her, seht her. Der hat auch seinen Gürtel an. Der kriegt auch seinen Totenangstgürtel in Senken hin. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier für Amulette sind. Ein blaues Amulett. Keine Ahnung, was das bewirkt. Der hat den Kraftgürtel. Genau, davon gibt es noch ein paar in diesem Spiel. Und die Elfe kriegt auch noch den Gürtel. Sandstaub haben wir noch. Okay. Der hat noch einen roten Ring. Keine Ahnung, ich verteile jetzt einfach erstmal Ringe. Magieresistenz hat sich auf 6 verändert. Okay. Vielleicht doch etwas, was wir dem Torwaller geben. Der Ring scheint nicht viel zu bewirken. Okay, das wäre dazu. Dann kann man das hier hochklappen. Und sieht, wie viele Abenteuerpunkte man hat, wie viele Stufen man hat. Unser Vermögen liegt bei 60 Dukaten insgesamt oder pro Charakter. Ich weiß es nicht, aber wir haben hier ganz viele eitrige Krötenschimmel eingesammelt. Dann können wir noch Feld ansehen. Achso, das ist das. Okay. Dann gucken wir uns unsere Attacke-Paradewerte an. Das bleibt ja alles gleich, ne? Ja. Das ist aber eine schöne Animation. Es sieht sowieso sehr schön aus mit dem Hintergrund, wenn das nicht mehr so lieblos einfarbig ist. Das war schon damals ein Rückschritt, als ich mit dem Spiel angefangen habe und dann zurück zur Schicksalsklinger gekommen bin. Das war schon ein Unterschied. So, Attacke, Parade, Basiswert 8 ist immer noch ein Wert anscheinend. Und der hat schon 10. Attacke, Parade, Basiswert 10 ist schon richtig gut. Mit zwei Händern und Schwertern könnt ihr gut kämpfen. Ja, die Sache ist, wir haben natürlich hier unser momentan 21,5. Also damit trifft er immer. Okay. Und 16,1 mit dem Zweihänder. Aber hier kann er noch ein Schild tragen. Gucken wir mal an. Gut. Rüstungsschutz 5, Behinderung 3, Attacke Malus 1, Parade Malus 2, 320 Unzen. Jetzt sieht man auch, wie viel das wiegt, das Ding. Und da gucken wir einfach mal. Rüstungsschutz 5, Behinderung 4. Also ist grundsätzlich schwerer, behindert mehr. Dann können wir auch nochmal bei den Schwertern gucken, die der jetzt hat. Leicht beschädigt. Magisch. Das ist ein Schwert. Attacke Malus 2. Ist das nicht ein Bonus? Dann. Und der hat. Ein Zweihänder. Aber. Den müssen wir vielleicht auch nochmal analysieren. Leicht beschädigt. Na, was die alles wissen. Der hat einen Wurf durch in der Hand. Weil er vielleicht magisch ist. Und
Gruppe der Äxte. Okay, die ist eine Orknase. Jetzt nehmen wir auch die Trefferpunkte nochmal. 11 bis 16 ist schon echt heftig. Parademaul ist halt... Also Parade hat er nicht. Ne? Dafür macht er Schaden. Okay. Wir könnten jetzt hier reden. Pereida-Händer, bitte betretet das Haus des wiedergefundenen Lebens das nächste Mal mit weniger Waffen. So, jetzt haben wir hier ganz viele Blöcke, wo wir bestimmte Sachen nachfragen können. Wir könnten über Elfen fragen, wir könnten über Quirasim fragen. Ihr könnt uns ein wenig über Quirasim erzählen. Ihr seht doch selbst, dass sich jeder in dieser Stadt wohlfühlen muss. Ah ja, und über die Salamandersteine. Wir befinden uns in den Salamandersteinen. Da kennt sie sich überhaupt nicht aus. Über Kräuter, das Wichtigste ist, auf die Haltbarkeit zu achten, sonst schaden sie mehr, als sie nutzen. Krankheiten. Vor Dumpfschäden und blaue Keuche schützt den Wanderer nicht. Die Kopfbedeckung allein, ein Umhang oder Mantel ist von Nutzen, um Wind und Wetter zu trotzen. Wenn ihr ein längeres Schwätzchen halten wollt, dann geht doch einfach zu Askrim Turbozon nach Breida. Kleiner Hint. Okay, die hat uns rausgeschmissen, ey. So, jetzt machen wir noch Spieloptionen. Musik aus. Ganz wichtig. Denn wir wollen jetzt hören, was uns gesagt wird, wenn wir das Ganze hier verlassen. Jetzt stürzen wir uns ins Abenteuer. Jetzt geht's los, Leute. Elsurion Sternlicht. Seid gegrüßt, edle Abenteurer. Ich bin Elsurion Sternlicht und danke euch im Namen meines Bruders, des Elfenkönigs Elistir Sternlicht, für euer Kommen in diese Angelegenheit. Elsurion führt euch zu einem Gasthaus mit einem schönen Namen, mit dem schönen Namen Lieblicher Au. Nachdem er ausreichend Getränke geordert hat, gibt er der Schankmaid einen diskreten Wink, worauf sich diese zurückzieht. Ohne große Umschweife kommt er zum Kern seines Ansinnens. Wie ihr wisst, wurde einst ein Aufstand der Orks niedergeschlagen, nur durch das Zusammenhalten von Zwergen und Elfen. Als Zeichen der Freundschaft unter diesen Völkern wurde damals ein magisches Artefakt geschaffen, der Salamanderstein. Doch die Freundschaft zerbrach und der Salamanderstein, er verschwand. Um heute der erneuten Bedrohung durch die Orks widerstehen zu können, muss der Salamanderstein unbedingt in die Hände des Zwergen Ingramosch gelangen. Der Salamanderstein. Okay. Ja, die Stimme, ne? Ein bisschen fränkisch, der Elf. Nachdem Elsurion sein Anliegen vorgetragen hat, begleicht er die Rechnung und verabschiedet sich mit folgenden Hinweisen. Der Zwerg Ingramosch hat sein Volk verlassen und hält sich derzeit in Lohwangen auf. Der Salamanderstein soll angeblich in einem stillgelegten Stollen einer Binge sein, nicht allzu weit im Süden. Daraufhin verlässt er die Taverne. Also Lohwangen und das andere. Kaum hat sich die Tür hinter ihm geschlossen, tritt ein Mann an euren Tisch, dessen Kleidung und Aussehen den wohlhabenden Geschäftsmann verraten. Gestattet, dass ich mich setze. Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen. Es geht um den Salamanderstein. Ihr hattet Kontakt mit einem Elfen, der sich als Botschafter ausgibt. Jedes Kind weiß doch, dass es keine Elfenbotschafter gibt. Er hat euch von einer Freundschaft zwischen Elfen und Zwergen erzählt. Das ist doch lächerlich. Feuer und Wasser können auch nicht zusammen existieren. Der Salamanderstein hat ganz andere Fähigkeiten für Eingeweihte und ist viel wert. Sehr viel. Ich würde euch 1000 Dukaten dafür geben. Bringt den Stein einfach zu Vindaria Egelbronn nach Lohwangen. Nach Sudran Alatza. Nach seinen Ausführungen beugt er sich über den Tisch und flüstert, nicht vergessen, bringt den Stein nach Lohwang zu Viandra Egelbronn und das Geld ist euer. Daraufhin verlässt er auch er die Taverne, nicht ohne sich zu vergewissern, dass kein anderer Gast seinen Ausführungen lauschen konnte. Gut, jetzt sind wir in der lieblichen Au. Das war der erste Teil. Jetzt können wir hier die Musik wieder anstellen.
Und jetzt kann ich auch die Kopfhörer abnehmen. Und genau, dann ist das alles ein bisschen... bisschen leiser. So, für mich jedenfalls. Wir können jetzt Informationen sammeln. Es ist abends. Außer euch sitzt niemand an dem Tisch. Ich weiß nicht, wie es mit Hunger und Durst aussieht. Nichts vorhanden. Gut. Ach so, nee, bevor wir die Musik wieder einstellen, muss ich noch mal. Der Wirt wünscht uns einen guten Heimweg und wir verlassen das Lokal. Okay. Das ist jetzt Quirasim und ihr seht, ich habe ja dieses schrittweise Laufen ausgemacht. Das heißt, wir laufen so durch die Gegend und können uns drehen, wie wir wollen. Schwanken ein bisschen durch die Gegend und wir suchen jetzt das Wirtshaus. Nein, nicht das Wirtshaus, sondern wir waren im Wirtshaus. Und wo ist, ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wo hier das verdammte Gasthaus war. Entschuldigung, da ist es. Das große. Ah ja, das sieht hier schon ein bisschen bäuerlicher aus. Okay. Mariaka Windbreaker. Etwas Glück muss man haben. Es sind gerade einige Zimmer frei geworden. Gut. Sie muss noch ein paar Zimmer machen. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es denn? Es ist 20 Uhr. Perfekt, um ins Bett zu gehen. Dann mieten wir doch ein Zimmer. Ein Schlafsaal. Wir bleiben eine Nacht. Und ich muss ja nichts weiter machen, außer schlafen gehen. Und jetzt geht es gleich weiter. Muss ich meinen Kopfhörer wieder aufsetzen. Fex zum Gruße, tapfere Recken! Lasst eure Waffen, wo sie sind! Ich möchte euch ein Geschäft vorschlagen. Sternenschweif, die Wurfaxt, wurde aus dem Tempel des Gottes der Diebe gestohlen. Es heißt, dass sie sich jetzt in einer Orkenfeste befindet und von gar seltsamen Orks bewacht wird. Beschafft mir diese Waffe wieder und es soll euer Schaden nicht sein. Wenn euch die Wiederbeschaffung gelingt, erhaltet ihr ein Stück aus dem Tempelschatz nach eigener Wahl und ihr könnt euch Fexens Wohlwollens gewiss sein. Okay, das war der zweite Auftrag, den man so kriegen kann. Und genau, Sternschweif, der Namensgeber dieses Spiels. So, wir setzen jetzt natürlich auch Ogrim nach vorne und Brin auch. Arlin kommt nach hinten, dann wechseln wir immer Arlin und Ogrim aus. Genau. Und Harl sitzen wir auch noch nach vorne. Gut, da sind wir jetzt in Quirasim. Es ist etwas neblig am Morgen. Und wir gehen jetzt erstmal Quirasim erkunden. Und genau, es sieht ja alles schon ein bisschen schicker aus. Wovor man sich auf jeden Fall in Acht nehmen muss. Ah, hier oben steht immer. Was gerade ist. Da ist Perrines Tisch. Wir waren hier drüben in der lieblichen Au. Das ist die Händlerin Jan Wintergünster. Und wir gehen einfach jetzt mal erstmal durch die Gegend. Und laufen erstmal am Zaun entlang. Quirasim ist ja eigentlich eine Waldsiedlung von Elfen und Menschen. Und besteht eigentlich auch aus großem Teil aus Bäumen. Und liegt auch viel weiter nördlich als in diesem Spiel dargestellt. Aber für das Spiel haben sie Quirasim ein bisschen weiter nach Süden geholt. Das sehen wir dann auf der Karte auch.
Das weiß man natürlich nicht, wenn man da anfängt oder einsteigt und noch keine Ahnung, nichts hat. Man kriegt zwar so eine Karte in die Hand und wundert sich, da ist doch gar nichts, gar kein Ort, wo man hier startet, aber naja. Die Karte habe ich übrigens auch noch irgendwo, aber fragt mich nicht wo. Karten habe ich natürlich auch gehoben, aber die ist in irgendeiner anderen Box. Ja, ich hab zu tun, komm gut allein klar. Na, wie sieht der aus? Ich taumel hier mal durch die Gegend. So, hier haben wir Wasser. Das Problem ist, man kann hier natürlich immer Sachen im Wasser verlieren und die Leute können auch irgendwie ertrinken. Ein kleiner Junge. Vor euch steht ein kleiner Junge in abgerissener Kleidung, der euch mit großen Augen anschaut. Bitte wollt ihr dem Kind was geben? Ja. Wie viele Silberstücke wollt ihr dem Kind geben? Na, das Kind sollte mit 2 Silberstücken glücklich sein. Soll das alles sein? Schnell steckt der kleine Münzen weg und rennt um die nächste Ecke. Ja, mein Freund, das ist alles. 2 Silbertaler. Damit kannst du ein paar Tage durchkommen. Frechheit. Gelump. So, hier, das sieht nach einem Kräuterhändler aus. Uhuhu, der sieht auf. Ankoron. Hier könnten wir theoretisch... Und für 9 Dukaten können wir hier Pilze verkaufen. Können wir mal probieren. Dann erleichtern wir uns gleich ein bisschen. Donf können wir auch verkaufen. Belmart. Schurinknollen. Yoruga Wurzeln. Wobei, die brauchen wir vielleicht gegen Krankheiten. Sind die ganz gut. Eine Tonnigsblüte, okay. Eitrige Krötenschirme haben wir hier auch noch. Nochmal 99. Dann haben wir ja erstmal genügend Geld für alles Mögliche, würde ich sagen. Mehr brauchen wir auch nicht. Dann haben wir ausgesorgt. So. Feilschen. Brien. 21%. Ja, jetzt hat der Händler uns mal eben 4.500 Dukaten gegeben, wo er die auch immer her hat, aber meinetwegen. Und wir schaukeln uns weiter durch die Gegend. Mal sehen, wie lange wir brauchen, um hier einmal durch die Stadt zu sein. Ich glaube, jetzt sind wir einmal rum, oder? Sieht hier fast so aus. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben ein bisschen was entdeckt. Da hinten geht's rüber. Okay. Ah, das soll Quirasim. Wir haben unsere Aufträge. Da ist die Heilerin. Kräuterhändler Ankoron. Ein Schmied wäre ganz cool. Weil wir haben ja ein paar kaputte Sachen. Aber ein Schmied kommt, wenn ein Markt ist. Dann müssten wir hier noch einen Tag verbringen oder so. Gucken wir mal. Verkaufsstand. Salamander. Handzahme und stubenreine Salamander. Wende das Unglück ab. Schützt das Haus vor Feuer und bringt den Frauen Fruchtbarkeit. Wollt ihr den Stand näher ansehen? Ja, komm. Die Frau hinter dem Tisch schaut euch seltsam an, als ihr vor ihr steht. Verzeiht, hohe Herrschaften, aber ich verkaufe nur Salamander, nicht ihre Steine.
Wollt ihr für 10 Dukaten wenigstens einen Salamander kaufen? Ja. Die Frau nimmt einen Salamander und hält das zappelnde Tierchen vor euch hin. Ihr schnappt euch den Salamander und während ihr noch überlegt, wo ihr jetzt damit hin sollt, befreit er sich aus euren Händen und verschwindet hinter dem Stand. Ich habe mit nichts anderem gerechnet, dass uns das entsprechend passiert. So, wir müssen nach Nordosten, um da das Stück noch auszufüllen. Okay. Nach Nordosten. Hier lang taumeln wir. Okay. Ah ja, guck mal, hier ist ein Markt. Das ist der Kräuterstand. Die Kräuterhexe. Das ist der allgemeine Stand. Ja, hier gibt es wieder Lakritze und sowas. Schlüsselbund. Kann man Schlüssel dran aufbewahren. Vielleicht muss ich mich noch ein bisschen ausrüsten. Ich weiß es noch nicht. Genau, das sind hier Schlafsäcke statt Decken. Wir haben ja nur Decken eigentlich. Wir haben die Decken, aber die Schlafsäcke sind, glaube ich, besser. Und ne, da sind wir falsch gelaufen. Orientierung 0. Okay. Stark gerüstet, die gute Frau. Stark gerüstet. Das ist ja wohl ein bisschen übertrieben hier. Okay, wir kriegen auf jeden Fall unsere Pfeile und Bolzen. Langbogen, Kurzbogen. Eine Pike, ein Degen. Ich glaube, Waffen haben sich nicht wirklich geändert hier. Aber wir kriegen auf jeden Fall hier Lederzeug und Plattenzeug. Und Plattenzeug. Okay. Wir kaufen auf jeden Fall einmal Plattenzeug, um einfach mal zu gucken, wie es ist. Und Arlin kann das auch tragen, okay. Und Arlin handelt 5%, okay. Da können wir es wenigstens nicht mehr verhauen. Jetzt können wir uns angucken, was bringt das? Was bringt das? Rüstungsschutz 2, Behinderung 1, Parade Maules minus 1, okay. Was macht Kettenzeug? Rüstungsschutz 1, Behinderung 1, Paranormalus. Also, Kettenzeug ist irgendwie blöd. Hat einen Rüstungsschutz weniger als Plattenzeug. Keine Ahnung, wo man das nehmen sollte. So, dann haben wir jetzt Rüstungsschutz. Jupp, von 9 auf 11. Und Rüstungsschutz 13. Da sollte jetzt nichts mehr passieren. Jetzt ist die Frage, warum sollte ich denn... Warum sollte ich denn Kettenzeug tragen? Also, das macht Behinderung, hat genauso viel Rüstungsschutz wie das andere. Kettenzeug ist definitiv Unsinn. Hau nur weg. Leute, Leute. Also. Arlin und Annika kriegen jeweils noch eins davon. Oh, eine schwere Armbrust. Annika kann die schwere Armbrust führen. Die hat doch... Hat die eine leichte? 7 bis 12. Leicht beschädigt ist immer alles leicht beschädigt hier. 7 bis 12. Okay. Nehmen wir eine davon. Rondrakam. Damals dachte ich, oh, Rondrakam, was für ein geiles Ding. Aber das Schwert ist gar nicht so gut. Ist gar nicht so gut, wie man glauben möchte. So, hier haben wir noch ein Schild. Stiefel. Ich muss mal gucken, ob die alle Stiefel tragen. Ich glaube, Umhänge kriegen die auch noch alle. Und davon nehmen wir auch noch 2 für den Rest. Und dann falsch mal wieder.
keinen Rabatt erfeitscht. Wird immer schwächer. So. Der hat auch kein Schild. Wo sind denn die ganzen Schilde hin? Immerhin haben wir den goldenen Schild behalten. Ja, das ist hier auch echt 90er Jahre Spiel. Hauptsache große Brüste. Okay, Rüstungsschutz 7 hat er auch. Behinderung 3, Rüstungsschutz 2. Das ist nicht gut. Wir brauchen eine bessere Auswahl. War das magisch? Das war irgendwie magisch. Aber Rüstungsschutz 2, ja, ist nicht gut. Ich glaube, das verkaufen wir. Du kriegst das Amulett hier um. Die Magieresistenz hat sich auf 0 verändert. Der muss das nur im Inventar behalten. Das ist auch irgendwie magisch. Gut. Du hast die Armbrust nicht verwendbar, natürlich nicht. Und die gucken wir uns auch an. Die macht 8 bis 13. Und die macht 7 bis 12. Naja. Ist jetzt nicht so der große Unterschied, würde ich sagen. Aber gut. Nehmen wir jetzt erstmal. Ein Schild brauchen wir noch. Und verkaufen können wir auch noch. Dann nehmen wir noch einen Lederharnisch zum Gucken, einen Waffenrock zum Gucken, einen Helm zum Gucken, einen Lederhelm zum Gucken, das andere haben wir da. Wir nehmen noch 6 Umhänge. Die können wir den nämlich an umhängen. Und ein Schild. So, falschen. Brin falscht. 6%. Bragi. Rüstungsschutz. Super. So, dann gucken wir mal. Was machst du? Rüstungsschutz 3, Behinderung 2. Attacke, Parade, Maulus jeweils minus 1. Wow. Okay, nee, das ist der Helm. Der Helm, das ist ja der Knüller, wie der aufgesetzt wird. Wer ist der Letzte im Bunde? Arlin ist der Letzte im Bunde, der kann ihn auch tragen. Okay. Du bist der Erste. Das kommt raus. Das schmeißen wir alles raus. Jetzt gucken wir uns das Ding hier an. 3, 3, minus 1, minus 2. 2, 2, minus 1, minus 1. Okay. Was hat die Krötenhaut? 3, 3, minus 1, minus 2, aber war leichter als der Lederharnisch. Gut, belassen wir es dabei. Was sagt der? 1, 0, 0. Und der hat ja 2, 1, minus 1. Okay. Ja, können wir machen. So, den können wir hier tragen. Dann nehmen wir nicht den fetten Umhang.
könnte man natürlich auch machen. Oh, der hat dann... Ja, okay. Ich muss verkaufen. Frage ist, braucht er noch Pfeiler? Das sieht eigentlich gut aus. Die braucht auch keine Pfeiler. Dann verkaufen wir erstmal. Ugrim möchte verkaufen. Das Ding. Und das Ding. Schuhe haben wir noch. Das kann er tragen. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt weg. Und den magischen Wurf durch. Na, den gucken wir uns gleich nochmal an, was der kann. Brin kriegt 13% erfeitscht. Sehr schön. So. Das sieht schon ein bisschen leerer hier aus. Magisch. Jetzt verteilen wir erstmal. Umhänger. Capes. Für die Superhelden. Leicht beschädigt, aber was er kann, haben wir nicht. Okay. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse. Auf. Amulett. Brin versinkt in Meditation. Offensichtlich ein Schutzamulett, ganz besonders gegen Verwandlung und Kampfzauber geeignet. Steht das jetzt da? Nee. Okay. Dann Zaubersprechen, Elsie, Analyse, auf den Wurf durch. Scheint einem das Zielen sehr zu erleichtern. Naja, vielleicht arbeiten wir damit mal. Sprechen, Hellsicht, Analyse. Ich habe das Gefühl, da kommt irgendwas. Vielleicht muss ich doch damit hören. Macht über Spinnentiere, okay. Macht nichts. Also Wurfdolch behalten wir. Aber den Speer verwenden wir nicht. Der kommt weg. Wir sortieren noch ein bisschen. Okay, Bandstaub haben wir auch noch. Gut. Warum der Jäger keine Armbrust verwenden kann, ist mir auch ein Rätsel. Den Speer verkaufen wir. Ach, den Zweihänder. Ich mag den Zweihänder eigentlich nicht, weil das Schwert ist halt gut genug.
Ich brauche den Zweiner nicht. Der wird ein für alle Mal verscherbelt. Okay. Wir verkaufen unsere Decken und kaufen dafür Schlafsäcke. Wenn es schon Schlafsäcke gibt, dann sollte man sie auch nehmen. Gerade im Gebirge schläft es sich dann leichter. Erfeitscht. Wow! Sag nicht, du hast keine Schlafsäcke, doch. Ich nehme auf jeden Fall noch mal Dietriche mit. So, die Leute sollten jetzt auch wirklich keinen Schaden mehr kriegen. Und alle haben jetzt einen Schlafsack. Sehr gut. Alle haben Stiefel. Sind die beschädigt eigentlich? Nö. Und im besten Zustand, das ist schön zu sehen. Die gehen ja auch irgendwann kaputt. Die Schuhe gehen viel schneller kaputt. Okay. Ich würde sagen, dann haben wir alles. Und dann machen wir uns auf den Weg raus aus der Stadt. Wir haben einen Auftrag. Es war schon mittags fast. Aber, ja, ich habe ja sowieso keine Ahnung mehr. Die Hauptquest, ja, die kenne ich noch, aber ansonsten. Wir wollen die Stadt verlassen. Ja. Routenplanung. Das heißt das. Wir können hier sowieso nur noch Süden. Nein, wir setzen die Planung nicht fort. Genau, wir sind hier gerade so an der Grenze und Firasim liegt eigentlich noch viel weiter nördlich. Okay, hier sehen wir den Weg, wie das aussieht. Die Geschwindigkeit, mit der wir reisen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Wir suchen uns einen Lagerplatz. Ach, guck mal, ist das nicht schön da mit Mond hinten? Die kuscheln miteinander. Ist doch super. So, als erstes müssen wir mal Arlin nach vorne setzen. Jetzt können wir auch hier abspeichern anscheinend. Neu. Ja. In 2. Okay. Geradeaus. Virasim raus. Gut, jetzt kann man direkt sagen, ah ja, das sind hier die Wildnissachen, die wir machen können. Talent, Gruppenoptionen, Gruppe teilen oder so. Was ist das? Alte Einstellung ausführen. Okay. Das ist natürlich gut. Dann kann ich jetzt direkt sagen, dass zum Beispiel Ugrim, Bragi und Hal halten Wache. Arlin erlegt Zeug und Annika geht maximal 6 Stunden auf Suche. Okay. Entdeckt aber leider keine Kräuter. Ist da schon wieder völlig überladen. Gegenstand wegwerfen. Wie viel sollst du wegwerfen? 7. Danke. So, und dann wird geschlafen. Bri
übrigens Astralenergiestadt gemeint. Cool. Ja, schon der nächste Tag wieder rum. Aber ich könnte weiter marschieren. Ihr seht, das Wetter ist jetzt hier schlechter. Wir haben Wolken. Kein klarer Himmel mehr. Auch wenn hier ein Pferd abgebildet ist. Es gibt keine Pferde. Wir suchen nach einem Lagerplatz. Das Wandern macht doch ganz schön durstig. Aber ihr hattet ja noch Reserven, um eure trockenen Kehlen anzufeuchten. Natürlich. So, jetzt kann ich hier raufklicken und sagen, alte Option, oder? Mit folgenden Einstellungen zufrieden. Kräutersuche, Annika, Jagen, Arlin, Wachen, Urim, Brage, Islefson und Malprem. Ja, perfekt. Findet Wasser, kann keine Tiere entdecken, ist okay. Annika legt total los und findet ordentlich was. Und weiter geht's. So, hier passiert's eigentlich... Hier, oh, jetzt haben wir sogar Gewitter. Hier weiter oben passiert es normalerweise, wenn man neu dieses Spiel anfängt und keine Charaktere übernimmt, dann kriegt man erstmal einen Kampf. Da ist irgendwie eine Rondra-Geweihte, die total bedroht ist von so und so viel Orks. Und da kämpft man und dann schenkt sie einem mit Hilfe von der Göttin Rondra entsprechend Erfahrungspunkte, so dass man auf Stufe 3 aufsteigt. 300 Punkte kriegt man und dann darf man erstmal steigern. Und genauso ist es bei Schatten über Riva. Da hat man auch erstmal irgendwo einen Kampf, glaube ich. Und dann darf man erstmal steigern. Und zwar 6 Stufen, damit man ja die entsprechenden Abenteuer schafft. Und 6x6 Stufen steigern. 6 Helden, 6 Stufen steigern. Leute, das macht keinen Spaß. 36 Steigerungen. 30 Talentsteigerung pro Person und nochmal 30 für die Zauber oder so. Das macht wirklich keinen Spaß. Genau. Aber das haben wir hier nacheinander. Wir haben einen schönen Lagerplatz gefunden. Ja. Arlin findet Wasser und kann etwas Essbares erlegen. Perfekt. Kann ich hier rein? Nö. Oh, der kommt mir bekannt vor. Ein breitschultriger Mann mit Unmengen von materialischem Schmuck wie Riesenohrringen, Oberarmreifen, Ketten aus Zähnen und so weiter, beladen mit einem Rucksack, 2 Schwertern, einem Langbogen, einer Armbrust, einer großen Axt und einem halben Dutzend Wurfdolche kommt euch auf der Straße entgegen. Wollt ihr den Mann ansprechen oder staunt an ihm vorbeigehen? Wir sprechen ihn mal an. Könnte Taron sein. Wenn ich euch irgendwie behilflich sein kann, lasst es mich nur wissen. Ich erfülle euch fast jeden Wunsch. Reisen. Reisen, was habe ich davon? Das lungert doch allerorten nur übles Volk am Wegesrand. Nein, da bleibe ich lieber in meinem Städtchen. Iwein Basiliskentöter. Mhm. Weißt du was über die Salamandersteine? Was gibt denn da? Tut mir leid, davon habe ich keine Ahnung. Hast du von irgendwas Ahnung? Von Orks? In den Blutzinnen gibt es eine große unterirdische Stadt der Orks. Die Blutzinnen. Was weißt du von Zwergenbinger? Komisch, wie er auf die Idee kommt, ausgerechnet mich danach zu fragen. Ja, ich weiß. Sternschweif? Sternschweif, sagt ihr gerade wirklich Sternschweif? Ihr müsst lebensmüde sein, dieses Wort in Gegenwart von ihm einen Basilistentöter zu verwenden. Sagt das nie wieder, versteht ihr? Bloß weil mir diese dämliche Kuh gesagt hat, da gäbe es diese Schätze. Sind wir überhaupt dahin? Das habe ich jetzt hier ins Buch gespeichert. Der reinste Wahnsinn. Tausende von diesen Kreaturen rundherum. Und Alara wollte unbedingt da rein. Na, das hat ihr jetzt davon. Jetzt steht sie in der Gegend herum. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann bleibt das auch so. Hört sich nach einem Paralyse an. Paralysezauber. Ich bin ja sowieso nur mitgekommen, weil ich diese noch nicht allein ins Verderben stolpern lassen konnte. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mich aus dem Staub gemacht. Klar. Was sagt ihr da? Für die Götter? Hört mir bloß damit auf. Noch ein Wort von denen und ich drehe euch die Hälse um. Ihr habt leicht reden. Wart ihr in Krangor dabei damals? Nein, wart ihr nicht. Sonst würdet ihr jetzt nicht für diese Brut eure Ärsche riskieren. Ja, Brut, habe ich gesagt. Alles übelste Echsenmagie.
Wenn ihr mich fragt, wisst ihr, was die gemacht haben? Eine ganze Stadt von Elfen haben die in Orks verwandelt. Na, jedenfalls fast. Die spitzen Ohren haben sie noch. Aber sonst sind es Orks. Sowas kann doch nur Echsenmagie sein. Wovon labert der? Da müsst ihr die Echsen halt mal fragen. Hier etwas nördlicher soll es ja einige geben. Mitten im Sumpf. Aber wenn ihr die fragen wollt, könnt ihr euch auch gleich in ein Schwert stürzen. Steht zu Diensten. Ach, ist mir doch egal, ob ihr euch ins Verderben stürzt. Wünsche euch viel Spaß dabei. Der Anschweif, ich habe Leute schon für ganz andere Dinge zu Boron geschickt. Und wenn es ihnen da auch nur halb so schlimm geht, wie ich es vermute, dann. Okay. Wir haben eine Abzweigung erreicht. Wir können jetzt Richtung Süden abbiegen. Das habe ich früher mal gemacht. Dann würden wir jetzt in die Salamandersteine reinlaufen. Ich weiß nicht, ob wir den Weg dann neu zeichnen. Aber das war immer das Erste, was ich gemacht habe, da lang. Aber ich will nicht... Also das sind die Salamandersteine hier. Es wird schon dunkel. Ihr solltet besser ein Nachtlager aufschlagen. Das Wandern macht auch ganz schön durstig. Wir hatten ja noch Reserven. Okay. Arlin findet Wasser und kann etwas Essbares erlegen. Na dann. Euch kommt auf der Straße ein Mann entgegen. Oh, es donnert hier auch richtig. Der auf seinem Rücken eine große Kiepe trägt, bei jedem Schritt klappert und klirrt es mächtig und sein gebeugter Rücken zeigt deutlich, dass er ein schweres Gewicht mit sich herumschlägt. Hex und alle anderen mit euch, ruft er euch bereits aus einer großen Entfernung lauthals entgegen. Ein Kesselflicker. Nun denn, was ist von Interesse? Was mit dem Messer? Schlimm, nicht wahr? Was weißt du von den Salamandersteinen? Tut mir leid, davon weiß ich nichts. Du bist ja hier nur bei den Salamanderstein. Zwergenbinger? Keine Ahnung. Sternschweif? Nein. Salamanderstein? Ich weiß nicht, was wir nehmen. Wollt ihr vielleicht einen Kupferkessel kaufen? Nur 12 Silbertaler? Nee, lass mal. Ich habe da nicht gesehen, ob wir hätten weiter marschieren können. Das geht jetzt aber schnell hier rum. So, ihr erreicht das Dörfchen Hill House. In der Herberge direkt am Wegesrand könnt ihr eine Rast einlegen. Wollt ihr hier oder den Ort im Rücken klären? Ich würde sagen, wir betreten kurz mal die Herberge. Dann können wir nämlich gucken, was Arlin bei sich hat und wie viel die anderen so bei sich haben. Okay. Arlin verteilt. So, wir haben auch noch viel Zeit. Wir können erstmal was essen für 31 Silberstücke auf jeden Fall und dann gehen wir wieder dem Ort den Rücken kehren. Routenplanung. Ja. Ja. Da unten wollen wir hin. Oh, ist das ein weiter Marsch. Das ist Gashok. Da wollen wir erstmal hin. Da kann man schon so viele Abenteuer auf dem Weg erleben. Weil man irgendwo abbiegt, keine Ahnung. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel... Arlin entdeckt am Straßenrand einige Blutflecken und eine Schleifspur. Wollt ihr das in das Unterneuz hineinfolgen? Ja, klar. Etwa 100 Schritt in den Wald hinein entdeckt ihr die Leiche eines alten Mannes. Neben ihr liegt ein zerbrochener großer Hammer. So eine, wie man ihn zum Keitschmieden von weichen Metallen benötigt, wollt ihr den armen Kerl begraben. Ihr vergrabt den Alten und macht euch guten Gewissens wieder auf den Weg.
Ja, okay, wir kommen hier auch weiter in die Salamandersteine rein. Aber wollen wir nicht. Erstmal nicht. Boah, das Reisen ist hier aber ziemlich mühselig, ne? Das ist alles ein bisschen größer. Ich wusste gar nicht, ey, das dauert ja ewig hier lang zu wandern. Sind die alle... Was hat denn der für eine Geschwindigkeit hier? Das ist jetzt das Gesamtvermögen, das wir hier haben. Nicht mehr pro. So, Bewegungspunkte 7, 5, 7, 5, 5. Okay. Wir kommen nicht so schnell voran, weil... Du hast noch sowas hier dabei. Gegenstand wegwerfen, ja. Brauchen wir nicht. Was trägst du denn Schweres mit dir außer Tränke? So. Brien kann jetzt auch schneller. Du kannst dem Zwerg einfach nochmal 24 davon geben. Ist immer noch viel zu stark beladen. Was soll ich dazu sagen? Ja, ist halt so. Die Armbrust, ne? Die ist ein bisschen schwer. Aber Leute, gegen euch beide kann ich nichts machen. Ihr seid einfach lahm. Okay. Da kommen wir nicht gegen an. Da kommen wir einfach nicht gegen an. Da, der erste Kampf. So, wir können jetzt auch schräg schießen. Okay, der hatte keine 18 Punkte. Und wir haben hier eine schöne Geräusch. Schöne Geräusche. Das war ein interessanter Sound. Wir wollen keine Säbel mitnehmen. Wir marschieren erstmal gen Süden. Und suchen einen Lagerplatz aus. Okay, das war der erste Kampf. Interessant. Ich weiß gar nicht, wann die nächste Stufe kommt. Na, bei 2000 nicht. Bei 2100, glaube ich. Ja. Urim ist schon Stufe 7. Die anderen bei weitem noch nicht. Halweg, Brien, Lovanger und Annika. Was ist denn los? Fragt Annika, noch ganz verschlafen. Ich glaube, ich habe etwas gehört, antwortet Halbrehm. Große Schröter.
Oh, ein Schaden. Haben wir richtig was raufgelatzt hier. Wir gehen uns einfach mal hier hinstellen. Die halten aber aus, ne? Der hat schon 13 gefressen, dann hat er jetzt nochmal 9 gefressen. Das heißt, das sind ja schon mal 22. Ogrim nimmt keinen Schaden. So möchte ich das gerne sehen. So, Computerkampf. Die ganze Gruppe. Nein, keine Magie. Jetzt bin ich mal gespannt. Also die halten echt viel aus, die Viecher. Nicht mit 2 Schlägen tot, sondern mit 3. Und 3 richtig fetten Treffer. Und die machen lustige Geräusche. Und es ist schön, wenn man mal mit einer gewissen Überlegenheit hier reingeht und sich keine Sorgen um seine Helden machen muss, dass die von großen Schultern zerlegt werden. Ich hatte einen Lehrer früher an der Schule, der hieß Herr Schröter. War natürlich auch lustig. Für die Leute, die das Spiel hier gespielt haben. Das war's. Verlieren alle einen Lebenspunkt, weil sie nicht so gut geschlafen haben. Wir haben die nächste Kreuzung erreicht. Wir marschieren los nach Süden. Ich habe eigentlich total Lust, alles zu entdecken hier. Aber ich will erstmal ein Abenteuer erleben. Als ihr auf eine kleine Hügelkuppe kommt, seht ihr etwas unter euch, wie eine Halma-Antilope gerade mit einem riesigen Satz aus dem Gebüsch bricht. Ohne von euch Notiz zu nehmen, rennt sie auf euch zu, um direkt vor euren Füßen zusammenzubrechen. Jetzt könnt ihr auch erkennen, dass sie aus einer klaffenden Halswunde blutet. Sie röchelt noch einmal, dann ist es wieder still. Weit und breit seht ihr nichts und niemanden wollt ihr das Tier ausweiden und mitnehmen? Ja, warum nicht? Die Löwen sind anderer Meinung. Wir bewegen uns. Wie viele Bewegungspunkte haben wir? Wir bewegen uns mit 2. Wir können uns nochmal 2 bewegen. Okay. So, ein Großkätzchen.
Computerkampf, nur dieser Held. Computerkampf, nur dieser Held. Das ist total angenehm. Der Waldling hat sich selbst verletzt. Hat sich selbst gebissen. Dann habe ich jetzt auch noch Löwenfleisch zu essen, oder was? Oder ist das unethisch? So, wie sieht's aus? 6 Essen, 9 Essen, 7 Essen, völlig überladen mit Essen. Schön. So muss es sein. Brot für die Welt. Boah, die legt aber auch los hier. Ihr habt die nächste Kreuzung erreicht. Los marschieren. Und so. Plötzlich bemerkt Annika zwei Elfen, die Naturiklus an einem Baum gelehnt stehen und ich musste. Sie tragen langen Bögen in den Händen, auf denen locker ein Pfeil liegt und mit denen sie euren Bewegungen folgen. Wollt ihr grußlos weitergehen? Freundlich grüßen? Oder nach den Waffen greifen? Freundlich grüßen natürlich. Wir reagieren in keiner Weise auf euren Gruß, mussten euch nur weiterhin sehr eindringlich. Wollt ihr nun Achselzucken weitergehen, etwas nachdenken oder wie arrogant der Kerle Moos lehren? Warum sollte ich die Moos lehren? Habe ich auch noch nicht gehört. Wir grüßen nachdrücklich. Hallo! Der Blick der beiden Elfen wird noch intensiver und Arlin Ifriwulf hat plötzlich das Gefühl völliger Offenheit den beiden gegenüber. Dann verschwinden die Elfen mit einem leisen Rascheln dort. Die haben mich verzaubert, die Schweine. Wir haben die nächste Kreuzung erreicht. Wir marschieren weiter gen Süden. Wir machen einen Lagerplatz auf. Und ich freue mich schon, in Gasthock kann ich ordentlich verkaufen. So. Ich sag mal so, ne? Es ist eine Stunde rum. Mehr als eine Stunde. Reicht für heute. Genau. Wir speichern ab. Ja, unter Ben 3. Kurz vor Gasok. LP 1. Wenn ich das drücke. 1 in the okay. Ja. Genau, das ist das Ende. Es hat mir schon mal ein bisschen Spaß gemacht. Ich wusste nicht, dass es so viel Reiserei ist. Aber ja, genau. Das war's soweit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play das schwarze Auge. Sternschweif. Und dann finden wir uns noch ein bisschen mehr rein in die Kämpfe und in die Welt und wir gehen ein paar Wege abseits. Ich muss ein bisschen mehr erkunden. Genau. Bis dann, macht's gut. Ciao.